Guten Tag, meine lieben Damen und Herren, liebe Studierende. Zur 12. meiner digitalen Vorlesungen im Sommersemester 2020 über Gesamtentwürfe zum Neuen Testament und die Geschichte der neutestamentlichen Wissenschaft. Ich bin nach wie vor Marco Frenschkowski von der Universität Leipzig. Diese Vorlesungen sind Teaser. Sie sollen Ihnen Lust machen, nicht Ihre intellektuellen Bedürfnisse in Sachen Neues Testament befriedigen, sondern ich fühle mich durchaus verstanden, wenn Sie das, was ich hier sage, ja als eine Art Werberede für eine Reihe klassischer Bücher verstehen, mit denen das Gespräch nach wie vor interessant und wertvoll ist. Ich freue mich auch sehr über das Interesse an diesen Vorlesungen von Menschen außerhalb der theologischen Fakultät, die mir auch gelegentlich ein paar E-Mails geschrieben haben. Ich möchte nun heute vor allem über die Anfänge der Formgeschichte sprechen. Meine Vorlesungen gehen nicht ganz chronologisch vor, das ist nicht machbar, sondern ich verwende eben einzelne Bausteine, aus denen sich so etwas wie ein Gesamtbild der Geschichte der neutestamentlichen Wissenschaft ergibt. Heute also dann gleich über die Anfänge und die historischen, geschichtlichen Kontexte der frühen Formgeschichte. Zuvor aber nochmal einen kleinen Rückgriff auf eine Frage aus einer vergangenen Vorlesung. Mir werden ja doch gelegentlich mal auch Fragen gestellt und die will ich dann auch ein bisschen aufnehmen. Da könnte man jetzt ganz viel dazu sagen, aber ich will es jetzt doch nicht ganz im Raum stehen lassen. Die Frage heißt, was ist ein Beweis in der Bibelwissenschaft? Wie gesagt, da müsste man eine ganze Vorlesung darüber halten, aber da es mir eben zurückgeschrieben wurde, will ich doch mal etwas dazu sagen. Walter Burkert, großer klassischer Philologe, hat einmal geschrieben in seinen Hans-Lietzmann-Vorlesungen vor ein paar Jahren: Als Erbe des Historismus sollte auf jeden Fall der Respekt vor den Fakten bleiben, der Respekt vor der Überlieferung, die Verpflichtung zur sachlichen Richtigkeit aufgrund genauen Studiums der Quellen, das nicht im Sinn postmoderner Beliebigkeit aufgegeben werden kann. Das ist ja klar, also soweit Walter Burkert. Die Bibelwissenschaft hat das mit Quellen zu tun. Sie versucht, Quellen in ihren historischen Kontexten zu verstehen. Und das kann funktionieren oder das kann eben auch schiefgehen. Ich denke, die meisten von Ihnen werden wissen, dass es in neueren Wissenschaftstheorien so eine Art Konsens gibt. Wissenschaft konstituiert sich nicht durch Beweise, beweisen kann man ohnehin nur sehr wenig, sondern durch Falsifizierbarkeit. Das heißt, wissenschaftliche Aussagen sind Aussagen, die grundsätzlich widerlegbar sein könnten. Das heißt, Aussagen, die Faktoren benennen können, bei deren Eintreten die Aussage als widerlegt gilt. Also, wenn ich sage, das Johannesevangelium ist um 100 geschrieben und dann würde ich eine Handschrift finden, die nachweislich aus der Zeit um 50 stammt, dann wäre meine These widerlegt. Ja? Wissenschaftliche Aussagen sind falsifizierbar. Sie können durch Dinge widerlegt werden. Beweise im Sinne sicheren Wissens, absolute Wahrheit, gibt es in der Wissenschaft bekanntlich nicht und auch nicht in der theologischen Wissenschaft. Es gibt natürlich Wissen, an dem ein Zweifel sinnlos und unbegründet wäre. Nicht Verifizierbarkeit, also Beweisbarkeit, macht Wissenschaft aus, die gibt es immer nur begrenzt, sondern Falsifizierbarkeit. Eine Aussage, die nicht falsifizierbar ist, schon von ihrer Struktur her nicht, ist keine wissenschaftliche Aussage. Das ist, wenn Sie so wollen, die Rahmenbedingung für alles, was im Folgenden dazu zu sagen wäre. Dann hatte ich gesagt, darauf bin ich mehrfach angesprochen worden, Wissenschaft als Funktion einer Wissenschaftscommunity, die aber, das ist dabei die wesentliche Einsicht, nicht nur aus den Vertreterinnen und Vertretern der eigenen Wissenschaftscommunity, also der theologischen Menschen, besteht. Ich sagte schon, Wissenschaft heißt, eine Community überzeugen. Und zwar eine solche, die von dem Material, von den Quellen genauso viel versteht wie man selbst. Sich selbst zu überzeugen ist immer einfach und einen kleinen Kreis zu überzeugen ist manchmal auch nicht so schwierig, aber die große Mehrheit der Menschen, die Fachleute für eine Sache sind, zu überzeugen, das ist eigentlich das, worin sich Wissenschaft plausibilisiert. Natürlich gegen die Tenazität der Meinungen, gegen die Beharrlichkeit überkommenden Schulbuchwissens und so weiter. Auch neue Methoden müssen sich erst warm laufen, wofür ich dann nämlich gleich ein Beispiel diskutieren werde. Gerade an der Formgeschichte kann man das zum Beispiel sehen.
Was könnte das alles für die Bibelwissenschaften besagen? Naja, auch hier gibt es eben doch nur Plausibilitäten. Darum sind sie historische Wissenschaften. Nicht? Wer sicheres Wissen will, das ist in den historischen Wissenschaften nicht zu haben. Es gibt Plausibilitäten, die aber sehr hoch sein können. Das ist zum Beispiel in der Jesusforschung sehr deutlich. Da kann man das schön sehen, weil die Kontroversen da besonders massiv sind. So viel vielleicht als ein paar ganz knappe wissenschaftstheoretische Bemerkungen, dass natürlich auch die Bibelwissenschaften, insofern sie historische Wissenschaften sind, an dieser allgemeinen Kriteriologie der Wissenschaften partizipieren. Ja, nun also zu einer Methode, die Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, sich Anfang des 20. Jahrhunderts dann durchgesetzt hat und die sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ganz wesentlich zum Methodenkanon dazugehört bis heute. Also die einen wesentlichen Fortschritt der Forschung dargestellt hat. Wenn Sie den Wikipedia-Artikel Formgeschichte sich mal anschauen, dann werden Sie bemerken, etwas kurios, dass dort nur die formgeschichtliche Arbeit zum Alten Testament zur Sprache kommt, nicht die zum Neuen Testament. Da heißt es dann, die Formgeschichte untersucht den biblischen Text im Hinblick auf die dort enthaltenen Textgattungen. Statt Formgeschichte sind auch mit leichten Bedeutungsnuancen die Begriffe Formkritik und Gattungskritik gebräuchlich. Und dann wird ein kurzes Beispiel da genannt, in diesem oberen Eingangsteil, wie das bei Wikipedia-Artikeln so der Fall zu sein pflegt. So ergibt sich beispielsweise für den ersten Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 eine grundsätzlich andere Betrachtungsweise und ein anderes Verständnis, wenn dieser Text als zum Teil polemische Abgrenzung von den mesopotamisch-vorderasiatischen Nachbarstaaten Israels gesehen wird und nicht als naturwissenschaftlicher Faktenbericht. Ja, das ist ohne Frage richtig. Wir wollen es natürlich ein bisschen genauer wissen. Dass dieser Artikel sich dann auf die alttestamentliche Wissenschaft konzentriert, hat den historischen Grund, dass sie in dieser tatsächlich entstanden ist. Die Formgeschichte beginnt in der alttestamentlichen Wissenschaft, greift dann auf die neutestamentliche Wissenschaft über, aber sie hat natürlich eine breite Vorgeschichte und das ist sehr wichtig, wenn man eben nicht nur auf die Theologie fixiert sein will. Sie beginnt im Neuen Testament mit Namen wie William Ree, der Messiasgeheimnis, in den Evangelien, darüber sprach ich schon, dann vor allem Karl Ludwig Schmidt, der Rahmen der Geschichte Jesu, 1919, die neutestamentlichen Jesusgeschichten, die Perikopen existierten vor ihrem literarischen Rahmen. Man kann den literarischen Rahmen von den Texten ein Stück weit abheben. Schmidt, 1891 bis 1956 war lange Zeit Professor in Basel. Er musste im Krieg 1933 fliehen, weil den Nazis nicht genehm war. Er ist einer der wesentlichen Väter der neutestamentlichen Formgeschichte, etwa gleichzeitig mit Martin Dibelius, über den ich ausführlicher nachher sprechen werde. Also die Grundeinsicht in der neutestamentlichen Wissenschaft, die synoptischen Evangelien bestehen aus kleinen Einzelperikopen, die erst von den Evangelisten zusammengesetzt wurden und diese haben einen Sitz im Leben, das heißt, sie haben einen Sitz in den sozialen Abläufen, auch in den rituellen Abläufen, aber auch im Alltagsleben der Menschen, den man beschreiben kann. Das waren so ganz wesentliche Einsichten. Zu Schmidt vielleicht noch die Beobachtung, auf den werde ich dann nicht mehr ausführlicher eingehen können, dass er auch politisch ein liberaler Geist gewesen ist, Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei. Dann gehörte er unter dem Einfluss von Tillich zu den religiösen Sozialisten. Das alles machte ihn dann bei den Rechten unbeliebt und 1933, da war er dann auch Mitglied des Bonner Stadtrates für die SPD und musste dann aber auf Grundlage des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums seine Professur aufgeben und emigrierte dann in die Schweiz, wurde dann Professor in Basel. Ja, er hat zum Beispiel auch den Artikel Ecclesia im Theologischen Wörterbuch, im Kittelschen Wörterbuch geschrieben. Ja, Martin Dibelius, der auch in Dresden geboren ist, 1883, gestorben 1947 als Professor in Heidelberg, sowie später Günter Born kam und noch später dann Gerd Theissen, Sohn eines Pfarrers,
den habe ich ja schon mal erwähnt, die Formgeschichte des Evangeliums, Tübingen 1919, zeitgleich mit Karl Ludwig Schmidts Buch über den Rahmen der Geschichte Jesu. Damit beginnt in der neutestamentlichen Wissenschaft die Formgeschichte mit Karl Ludwig Schmidt und Martin Dibelius. Dibelius schrieb dann auch Monographien zur neutestamentlichen Ethik, Kommentare zum Beispiel zum Jakobusbrief und anderes. Übrigens, solche Klassiker, wie zum Beispiel die Formgeschichte des Evangeliums, das Buch, das ich gleich ausführlich sprechen will, das bekommen Sie für Centbeträge antiquarisch. Also solche Bücher sich auszuleihen, ist völlig sinnlos, wenn Sie das für ein paar Cent sich im Grunde genommen kaufen können. Dibelius wurde auch Gegenstand einer langen Biografie, ein Hans Bringeland, Religion und Welt, hat das Leben von Martin Dibelius in drei Bänden dargestellt, also eine große Biografie, umfangreicher als die über Bultmann, die auch sehr gut ist. Ja, das sind die Namen, an die man im Neuen Testament zuerst denkt. Im Alten Testament ist es dann Hermann Gunkel, aber wie ich sagte, dürfen wir diese ganzen Dinge nicht theologiezentriert, theologisch zentriert betrachten, sondern wir müssen nach den allgemeinen kulturgeschichtlichen Rahmenbedingungen fragen, in denen die Formgeschichte entstanden ist. Und da wird uns zuerst natürlich einfallen, das Interesse des 19. Jahrhunderts, das durchgehende Interesse des 19. Jahrhunderts an den Produkten des Volkes, am Volkstümlichen, am Populären. Das beginnt im Grunde genommen mit den Gebrüdern Grimm, Jakob und Wilhelm Grimm, die Kinder- und Hausmärchen, KHM, 1812, dann in letzter Bearbeitung 1858, übrigens das meistrezipierte Werk deutscher Sprache. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Wenn Sie also in der Welt nach deutscher Sprache, deutscher Kultur, deutscher Literatur fragen, dann ist das nicht primär Goethe und Schiller und auch nicht Brecht und Böll, sondern das meistrezipierte Buch deutscher Kultur sind die Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Jakob Grimm 1785 bis 1863, Wilhelm Grimm 1786 bis 1859, die Erfinder der Wissenschaft der deutschen Sprache, die Begründer der eigentlichen Germanistik, auch Mitglied der Göttinger Sieben, den Ruhmesblättern der deutschen Wissenschaft in der Bereitschaft, sich politisch auch einmal gegen die Machthaber zu stellen. Und Jakob Grimm, dem wir auch eine deutsche Grammatik und die deutsche Mythologie und ähnliches vergleichen, ist vermutlich der größte Gelehrte gewesen, den das 19. Jahrhundert hervorgebracht hat. Ja, für unsere Fragestellung sind sie wichtig, weil sie sich nun eben für Erzählliteratur, für das Volkstümliche interessierten, für die vorliterarischen, nichtliterarischen Erzählformen, für Märchen, für Sagen, nicht nur Märchen, die KHM sind nicht das einzige Sammelwerk der Gebrüder Grimm, sie haben auch deutsche Sagen gesammelt, Balladen, Lieder, Sprüche, Sprichwörter, Rätsel, aber vor allem eben erzählende Texte und haben den Blick der ganzen europäischen Bildungselite auf diesen Teil volkstümlicher Überlieferung gelenkt. Das ist das große Verdienst der Gebrüder Grimm für ganz Europa. Nicht nur, dass sie die deutsche Bildungswelt sozusagen für diese Dinge interessiert hat, sondern es ist ihnen gelungen, ganz Europa für diese Dinge zu interessieren. Sie haben dann später, das wissen Sie, auch ein deutsches Wörterbuch angefangen, das größte Wörterbuch der deutschen Sprache, 1854, der erste Teil. Sie sind nur bis zum Buchstaben F gekommen, aber das Werk ist dann im Laufe von 100 Jahren abgeschlossen worden. Nun waren Sie nicht ganz die Ersten, die den Blick auf diese volkstümliche Überlieferung gelenkt haben. Dibelius selbst nennt als Vorläufer seiner Fragestellung vor allem Johann Gottfried Herder, ab 1802 eigentlich von Herder, der in Mohrungen in Ostpreußen geboren war, 1744, und der 1803 in Weimar gestorben ist, also zur Weimarer Klassik gehört. Ja, Herder, Philosoph, modern würde man sagen Kulturgeschichtler, hat die Stimmen der Völker in Liedern gesammelt, Epigramme aus der griechischen Anthologie, Lehrsprüche aus orientalischer Literatur, überhaupt die Dichtungen, poetischen Vorstellungen der Völker, aber eben auch Mythen und Fabeln und so weiter, die er im Sinne seines eigenen aufgeklärten Denkens gesammelt und natürlich auch bearbeitet hat und als Ausdruck nationaler Kultur gesehen hat. Er hat den Begriff des Nationalstaates ganz wesentlich mitgeprägt. Lieder, Bräuche, Sprüche, Balladen, Märchen, Sagen werden nun gesammelt.
wie gesagt, beharrer noch im, unter den Leitfragen der Aufklärung, aber doch eben schon mit einem neuen Interesse auch am Vorliterarischen, an den Produkten der Völker, in denen sich der Geist der Völker in besonderer Weise spiegele. Im Werk der Gebrüder Grimm erreicht diese Fragestellung dann wissenschaftliches Niveau. Sie erheben das, was wir dann später Folklore oder Volkskunde, Volksliteratur nennen könnten, erheben sie zu einem Gegenstand wissenschaftlicher Forschung und stecken damit ganz Europa an. Ein Beispiel wäre Elias Lönnrot, 1802 bis 1884, der für die Finnen, für das finnische Volk, die nationale Überlieferung gesammelt hat. Auch er hat ein Wörterbuch des Finnischen erarbeitet. Das ist ein großes Alterswerk, ein finnisch-schwedisches Wörterbuch, denn damals sprachen nur Bauern Finnisch. Die gebildete Bevölkerung sprach meistens Schwedisch in Finnland. Er aber hat zur Renaissance der finnischen Sprache beigetragen. Und er hat das alte epische Liedgut Finnlands gesammelt, so wie die Gebrüder Grimm eben Sagen und Märchen gesammelt haben. So hat er epische Lieder gesammelt unter dem Titel Kalevala, zuerst 1835, verbessert dann 1849 herausgegeben. Und er hat damit, wenn man so will, das Nationalepos der finnischen Literatur geschaffen. Aber auch in anderen Völkern, anderen Gesellschaften greift der Sammeleifer der Brüder Grimm für das Vorliterarische, für das Volkstümliche um sich. Bei den Franzosen, bei den Serben, bei den Engländern, den Schotten, den Iren werden nationale Überlieferungen gesammelt. 1878 wird in London die Folklore Society gegründet, die wichtigste Gesellschaft zur Sammlung eben des britischen, der britischen Folklore. Da im Kontext steht auch überhaupt der Begriff Folklore, the science of religion, wie sie definiert wird. Interessant, diese wissenschaftliche Arbeit geschieht in Clubs, in gelehrten Gesellschaften, von denen die Folklore Society eine ist. Nun, dies ist der Rahmen, in dem dann auch dieses Interesse an den volkstümlichen Erzählformen, das Interesse am Vorliterarischen umschlägt, so etwa in den 1890er Jahren in die Theologie, in die Bibelwissenschaft hinein. Ich will noch einen einzigen Namen nennen, ein bisschen hier mit Leipziger Lokalpatriotismus für die Geschichte der volkskundlichen Sammelleidenschaft für volkstümliche Erzählungen. Oskar Dienhardt, ist immer ganz gut, sich zu erinnern, in wie hohem Maße Kulturwissenschaften auch außerhalb der Universität entwickelt worden sind. Er war von 1910 bis zu seinem Tod 1915 Lehrer an der Nikolaischule in Leipzig. Davor war er an der Leipziger Thomasschule tätig. Ein Mensch, dem wir einige der großen Sammelwerke kommentierter Folklore verdanken, insbesondere die vier Bände Natursagen. Ich habe sie hier mal mitgebracht. Das ist der zweite Band. Zwei solche Riesenbände Natursagen, eine Sammlung naturdeutender Sagen, Märchen, Fabeln und Legenden, Leipzig 1907 bis 1912, wurde zur bis heute wichtigsten international angelegten Sammlung naturdeutender Ethologien. Band 1 ist dabei biblischen Texten gewidmet. Der Abschluss weiterer geplanter Bände wurde durch den Tod des nur 44-Jährigen als Soldat in Flandern verhindert. Ja, das mal als ein Name, von dem Sie vielleicht noch nie gehört haben, Oskar Dienhardt. 1929 wurde in Leipzig eine Straße nach dem bedeutenden Forscher benannt, der nie auch nur eine universitäre Stelle innehatte. Ja, im Alten Testament ist das dann Hermann Runkel, der im Prinzip als der Vater der Formgeschichte zu gelten hat. Hermann Runkel, 1868 im damaligen Königreich Hannover geboren, 1932 in Halle gestorben. Ab 1895 Professor für Altes Testament in Berlin, außerordentlicher Professor damals. In diesem Jahr erschien auch sein berühmtes Buch Schöpfung und Chaos, in dem er die mythologischen Hintergründe protologischer und eschatologischer Aussagen untersuchte. 1901 die erste Auflage des Genesis-Kommentars. Sie sehen, wie jung diese Leute noch gewesen sind. 1910 dann bereits in dritter Auflage. Runkel, Genesis, ein zentrales Werk der Formgeschichte in der alttestamentlichen Wissenschaft. Das Buch, von dem Bernhard Lang gesagt hat, es sei der beste Kommentar zu einer alttestamentlichen Schrift, der im 20. Jahrhundert geschrieben worden sei. Ich will da nicht widersprechen, ich kann es auch nicht wirklich beurteilen, aber ich finde es auch nach wie vor ein ganz faszinierendes Buch.
Zum Kontext gehört auch die religionsgeschichtliche Schule, über die ich dann andernorts ausführlicher spreche. Gunkel hat sich auch für das Neue Testament interessiert. Er hatte mit einer Arbeit über den Heiligen Geist, die Wirkung des Heiligen Geistes, promoviert als junger Mann, hat dann auch über die Anwendbarkeit der religionsgeschichtlichen Methode auf das Neue Testament gearbeitet. Allerdings berühmt, bedeutend geworden ist er natürlich mit seinen Arbeiten zur Genesis und zu den Psalmen, wobei er da nun eben formgeschichtlich gefragt hat. Er ist auch einer der Begründer der Reihe Ferland, Forschung zur Religion und Literatur des Alten Neuen Testamentes. Das ist, wie gesagt, der alttestamentliche Aspekt dieser Geschichte. Formgeschichte entsteht mit der Erforschung Genesis, Psalmen, kann man da vorliterarische Formen erkennen, die sozusagen die mündliche Überlieferungszeit hineinreichen. Wie ist das mit den Geschichten aus der Vorzeit Israels, den Patriarchenerzählungen? Wie ist das? Kann man die auf mündliches Erzählgut zurückführen? Das sind so Fragen, die bei Hermann Gunkel eine Rolle spielen. Er übrigens selbst aus einer Lüneburger Pfarrersfamilie stammt, wie so viele kluge Menschen aus einer Pfarrersfamilie. Nein, ich selbst nicht. Ich komme nicht aus einer Pfarrersfamilie. Aber es ist schon auffällig, wie viele dieser auch innovativen Gelehrten im 19. und frühen 20. Jahrhundert aus Pfarrersfamilien kommen. Aber ich denke, das werden Sie alle wissen. Ja, im Neuen Testament wird diese Fragestellung nun rezipiert. Ich habe es schon erwähnt, vor allem bei Martin Dibelius, die Formgeschichte des Neuen Testaments. Dieses Buch ist so ein bisschen untergegangen im Schatten von Rudolf Bultmanns Geschichte der synoptischen Tradition, die ein kleines bisschen später erschienen ist, erste Auflage 1921. Aber Dibelius war früher als Bultmann. Also er ist der eigentliche Vater der Formgeschichte der Evangelien in vieler Hinsicht. Und ich will aus diesem Buch ein paar Sätze Ihnen zu Gehör bringen und ein bisschen was dazu sagen. Ich zitiere ein paar Sätze. Es sind unliterarische Ansätze zu einer religiösen Kleinliteratur, die wir voraussetzen müssen. Zum Teil vielleicht überhaupt nicht geschrieben, sondern von Mund zu Mund weitergegeben oder wenn niedergeschrieben und abgeschrieben, so doch nicht als Lektüre, sondern als Material zur Benutzung durch den jeweiligen Besitzer bestimmt. Unter unseren modernen Verhältnissen würden solche Texte den Vermerk tragen, nur zur persönlichen Information oder als Manuskript gedruckt. Nach Analogien in der großen Literatur wird man also vergeblich suchen. Ich überspringe ein paar Sätze. Zu den Evangelien als Büchern gibt es in der großen Literatur schon darum keine eigentlichen Analogien, weil diese Bücher aus verschiedenartigen, zum Teil vorliterarischen Elementen zusammengefügt sind. Die Evangelien werden also nun nicht als individuelle Eigenleistungen von Schriftstellern gesehen, sondern als Sammelwerke vorliterarischer Tradenten, die das, was in den christlichen Gruppen, in den entstehenden Gemeinden und so weiter über Jesus erzählt wurde, die das gesammelt haben. Und das versucht nun Dibelius und später Bultmann ein Stück weit zu rekonstruieren. Also er versucht, über die literarische Ebene zurückzukommen, hinter die Texte zu kommen und zu fragen, was wurde denn erzählt über Jesus, sagen wir mal, in den Jahren von 30 bis 70 oder so und natürlich auch darüber hinaus. Also er fragt nach der christlichen Erzählkultur, nach der lebendigen Stimme des Evangeliums, wie wurde von Jesus erzählt. Dazu, methodisch, schreibt er, die konstruktive Methode, die den Gang der Entwicklung aus deren Bedingungen erschließt, und die analytische Methode, die das Erhaltene zergliedernd untersucht, begegnen sich. Die von der einen Methode gewonnene These, dass die ältesten Erzählungen von Jesus für die Zwecke der Predigt geformt und gefestigt wurden, erhält ihre endgültige Bestätigung erst durch den Nachweis, dass die älteste Schicht der synoptischen Evangelien, wie sie die andere Methode zu sondern weiß, Spuren solcher Formung und solchen Werdens zeigt. Also, in der Formgeschichte treffen sich zwei Plausibilitäten. Einmal die allgemeine Plausibilität, dass natürlich vor unseren Evangelienbüchern erzähltes Leben Jesu stand. Und es wurde offenbar in der Predigt erzählt.
Tiberius hat auch gemeint, es habe einen eigenen Stand christlicher Erzähler gegeben, von dem wir leider nichts Genaues wissen. Die These stimmt, ist auch durchaus fraglich. Aber er hat eben in einer wesentlichen These gesagt, viele Geschichten in den Evangelien sind eigentlich Beispiele aus frühchristlicher Predigt. Sei es für die Mission, sei es für den innerchristlichen Gebrauch in den christlichen Gemeinden, also in der Jesusbewegung. Diese kurzen Geschichten, die eigentlich Predigtbeispiele sind, die nennt er Paradigmen. Aber sehr bald hängt sich daran eine zweite Textsorte, die nennt er Novellen. Das sind nun die etwas längeren, etwas breiteren Geschichten, die bereits weltliche profane Motive aufnehmen und die dann, wenn man so will, der Schritt von der Verwendung in der Predigt sind zur Entstehung einer eigenen christlichen Literatur. Ich will auch dazu ein paar Sätze vorlesen. In der Formgeschichte des Evangeliums, ich zitiere wieder aus diesem Werk. In der Formgeschichte des Evangeliums spiegelt sich das Schicksal des Urchristentums. Die ersten Anfänge der Formung verdienen kaum literarisch zu heißen. Was an Form vorhanden ist, wird durch praktische Bedürfnisse, durch Mission und Predigt bestimmt. Das ist der berühmte Sitz im Leben. Ja, es sind bestimmte Anlässe, zum Beispiel die Missionspredigt, aber auch die Predigt in der Gemeinde. Die Leidensgeschichte, das für den christlichen Glauben bedeutsamste Stück der Überlieferung, wird verhältnismäßig früh im Zusammenhang erzählt. Auch berichtet man in kurzen Geschichten einzelne Vorgänge aus Jesu Leben, die für die Predigt geeignet sind und braucht namentlich zu praktischem Zweck Sprüche und Gleichnisse. Aber die Erzählerfreude regt sich und greift zu literarischen Mitteln. Die Technik der Novelle bildet sich aus und verleiht den großen Wundergeschichten mitunter recht weltliches Gepräge. Also Novellen, dann sind da solche Geschichten wie der besessene Gerasene oder zum Beispiel Johannes 2, die Geschichte vom Weinwunder zu Kana. Das sind für ihn Novellen. Dazu gesellen sich an der Peripherie der Überlieferung legendäre Erzählungen voll persönlichen Interesses an den Personen der heiligen Geschichte. Man berichtet nun von ihnen in demselben Stil, in dem ähnliche Erzählungen der Umwelt von anderen frommen Männern zu erzählen wissen. Man kann es von der Formgeschichte ablesen, dass der Weg des Christentums von der grundsätzlichen Weltfremdheit mit ihrer Selbstbeschränkung auf die religiösen Interessen der Gemeinde hinführte zur Einrichtung in der Welt und zur Anpassung an ihre Verhältnisse. Sie sehen, auch da steckt ein Geschichtsbild drin. Das Geschichtsbild, dass sich das Christentum immer stärker sozusagen der allgemeinen weltlichen Kultur und damit auch deren literarischen Interessen angepasst habe. Aber noch ein bisschen aus dem Zitat und weiter. Am Anfang der urchristlichen Literaturgeschichte steht eine Überlieferung unliterarischer Art, bestehend aus kurzen Geschichten und einprägsamen Sprüchen, die zu praktischem Zweck weitergegeben werden. Die sie sammeln, versuchen allmählich nicht nur zu rahmen, sondern auch zu deuten und ihre Auffassung der Dinge zum Ausdruck zu bringen. So kommt es schließlich dahin, dass sich der Mythos des ganzen Stoffes evangelischer Geschichte bemächtigt. Aus diesem spricht der allgemeinen Entwicklung des Urchristentums, die von einer geschichtlichen Person zu ihrer kultischen Verehrung und schließlich zu dem kosmischen Christusmythos der Gnosis und zur kirchlichen Christologie führt. Sie sehen, es geht um die Geschichte dieser Form, die Geschichte der Erzählgattungen. Es geht nicht bloß darum, die einzelnen kleinen Texte irgendwie literarisch einzuordnen, sondern doch auch neue Aspekte der Geschichte des frühen Christentums in den Blick zu bekommen. Ich zitiere noch etwas ein bisschen aus einem früheren Kapitel. Völlig verkannt wird die Methode der Formgeschichte nur, wenn sie auf eine ästhetische Liebhaberei zurückgeführt wird. Man verfällt dabei wieder einer Art, die Dinge zu sehen, die allein in der großen Literatur ihr Recht hat, wo individuelle Fähigkeit und Neigung den Stil gestalten, wo also das Ergebnis als individuelle schöpferische Leistung eine ästhetische Beurteilung fordert. Bei der Kleinliteratur, die uns beschäftigt, handelt es sich nicht um einen solchen individuellen Ursprung. Der Stil, den es hier zu beobachten gilt, ist eine soziologische Tatsache, da zitiert der Karl Ludwig Schmidt. Also
Es ist die Gemeinschaft, das gemeinsame Erzählen der Christen, die gemeinsame Erzählkultur, die die Jesusüberlieferung trägt und eben auch schafft aus der Erinnerung an Jesus heraus. Das geschieht in bestimmten Erzählformen und diese Erzählformen werden geprägt ganz wesentlich durch die Anlässe, die sozialen Anlässe, die religiösen Anlässe, bei denen erzählt wird. In der Predigt werden Dinge erzählt, die man als kurze Beispiele mit einer gewissen Grundtendenz, eine Grundaussage gebrauchen kann. Das sind die Paradigmen. Man erzählt aber dann auch etwas weiter über Jesus. Und so entstehen die Novellen und so weiter. Interessant ist, dass er der Verwendung des Begriffes Mythos für die frühchristliche Erzählkultur gegenüber eher skeptisch ist. Das will ich Ihnen als letztes Zitat doch hier noch zur Kenntnis bringen. Eine durchgehend mythische Darstellung des Lebens Jesu hätte freilich sich auf die Vorgänge erstrecken müssen, in denen des Meisters himmlische Herkunft zu entscheidendem Ausdruck kam. Man müsste also eine mythische Gestaltung seiner Herabkunft auf die Erde erwarten und ebenso seines Todes und seiner Befreiung aus dem Tode durch Auferstehung und Rückkehr in den Himmel. Von den Vorgängen seiner Erdenlaufbahn wäre vor allem der Antritt seines Amtes und vielleicht noch eine besondere Stunde seiner Wirksamkeit für eine mythische Darstellung in Betracht gekommen. Es ist nun bezeichnend für unsere Überlieferung, dass diese durchgreifende mythische Gestaltung nicht zur Ausführung gelangt ist. Hier zeigt sich, wie erdenhaft gebunden diese Tradition im Grunde ist. Der Christusmythos hat nur sehr unvollständig innerhalb der Darstellung des Lebens Jesu Platz gewonnen. Das ist interessant. Tiberius ist also nicht der Auffassung, dass die Evangelien in höherem Umfang mythische oder mythologische Erzählungen seien. Im Gegenteil, sie sind erdenhaft gebunden. Wir würden sagen, natürlich darin auch ein Stück weit historisch gebunden an den realen Menschen Jesus, auch wenn sie nicht einfach historische Erinnerungen darstellen, sondern nur das erinnert wird, was einen Zweck in der Gemeinde hat, was man braucht für Mission, für das Gemeindeleben selbst. Also wir müssen die Evangelienüberlieferung immer danach anschauen, was ihr Überlieferungszweck in der christlichen Gemeinschaft ist. Das ist ein Grundansatz der Formgeschichte, der aber natürlich vor allem auf die vorliterarische Überlieferung greift oder greifen will und die Evangelien als literarische Produkte sozusagen noch nicht ganz im Blick hat. Das ist dann erst die redaktionsgeschichtliche Fragestellung ab den 1950ern. Ich habe das schon angedeutet. Ich habe jetzt nicht über Rudolf Bultmann gesprochen, das war ja schon in meiner ersten Vorlesung in dieser Reihe, aber so über den anderen großen Vater der Formgeschichte, Martin Tiberius. Und es ist ein bisschen schade, dass seine Fragestellungen im Schatten Bultmann so ein kleines bisschen untergegangen sind. Aber wie gesagt, das Ganze ist ein Plädoyer. Schauen Sie auch da mal hinein, wenn Sie sich für Evangelienforschung interessieren. Diese beiden großen Bücher, die Formgeschichte des Evangeliums von Martin Tiberius und die Geschichte der synoptischen Tradition von Rudolf Bultmann, sind mit Recht Klassiker und nach wie vor lesenswert. Und die formgeschichtliche Fragestellung ist aus der neutestamentlichen Wissenschaft nicht wegzudenken, auch wenn einige ihrer Grundannahmen mittlerweile etwas anders zu formulieren wären. Aber das werden wir dann wohl im Einzelnen noch sehen, so Gott will, und diese Vorlesung weitergeht. Ich danke Ihnen für Ihr freundliches Interesse.